Herzlich willkommen zu Kamshot, eurem Musikmagazin. Heute wieder mit einer phänomenalen Band, den Suarez aus Köln. Seit 2005 und sie beschreiben ihren Musikstil selber als melodischen Punkrock gepaart mit Rockabilly-Einflüssen. Letzte Woche waren sie bei mir im Studio und wir haben unter anderem mal über ihr neues Album gequatscht. Die Suarez, heute bei mir im Studio. Hallöchen. Tachchen. Tag, die Suarez aus Kalifornien. Kalifornien. Und gerade straight von der Bühne hier reingeflogen. Ihr wart auf einem fliegenden Teppich. Die letzten Wochen mit dem fliegenden Teppich auf kleiner Deutschland-Tour im Prinzip. Hab viele Konzerte gespielt. 70 Konzerte haben wir abgerissen. Wir haben überall gespielt. Berlin, Hamburg, Stuttgart, Käsespätzle gegessen. Käsespätzle, Land, Snasi. Schlumpfhausen auch. Okay. Einiges erlebt, vermute ich mal. Und neue Songs von der neuen Platte präsentiert. Ne? Die ist ja momentan in der Mache. Ja, die haben wir produziert. Und da sind natürlich schöne Songs drauf. Einer sogar mit Synthesizern. Ja, weil jetzt live performt mit einem Roboter aus Aluminium bei der großen Halloween-Show in Köln. Das war natürlich geil. Aber den können wir nicht mit auf Tour nehmen, deswegen auf Tour ohne Synthesizer. Teuer, dieser Roboter. Mit Batterie und Elektrizität, das bringt alles nichts. Nee, aber Songs kommen großartig an. Großartig. Jeder versteht die Leute mit Tanzen, ob Mädchen, Junge, Junge mit Junge, Junge mit Mädchen, Tiere, Mädchen, Hunde. Mädchen, Tina Turner und so in der Schweiz war da fast, also nicht, und aber trotzdem war gut. Und ihr habt es gerade angesprochen, ihr habt den Roboter mit Sinti-Effekten. Das ist schon ein bisschen ein Neuland für euch. Wie kommt es dazu? Ja, Roboter spielen als Synthesizer. Es ist Neuland für uns. Wir haben neue Elemente so auf der nächsten Platte. So. Ich spiele bei zwei Stücken E-Bass, ich spiele sonst hauptsächlich Kontrabass und wir haben tanzbare Stücke dabei, aber auch viele Rockabilly- und Punk-Nummern. Okay. Was ich spannend finde bei so einer Studioproduktion, ist im Prinzip dieses Aufeinanderhocken, was ja über Wochen passiert. Seid ihr euch tierisch auf den Keks gegangen irgendwann oder war das nochmal so eine kreative Nummer, dass man die Songs nochmal ein bisschen verändert hat zum Positiven? Wir haben vieles zum Positiven, manches zum Negativen verändert. Aber alles in allem ist es super. Geiler Produzent, Uwe Sawirowski. Ja, er hat die Beatsteaks gemacht. In Minirock Studios in Köln waren wir beim Uwe Sawirowski irgendwie. Und der hat halt Bands gemacht, die wir halt lieben. Irgendwie. Und es wird der absolute Wahnsinn, diese Platte. Super Hammer. Zu dieser Wahnsinnsplatte gibt es auch ein Wahnsinnsvideo bald, oder? Moin. So ist es. Was ist geplant? Also es wird so ein Rockabilly-50-Style-Comic-Video. Es ist eine Liebesgeschichte. Es wird in der Schule spielen. Wir spielen verschiedene Rollen. Ich bin der Rüpel, er ist der Streber. Er ist verliebt. Verliebt. Und du hast die Hausaufgaben nicht gemacht. Irgendwie sowas. Klingt authentisch. Ja. Auf jeden Fall werden wir vielleicht nochmal noch vom Hausmeister gerügt und so. Aber das Ganze wird halt sehr cool, comicartig dargestellt, übertrieben. Das wird Der Hausmeister soll übrigens der Arthur sein von Aristocats. Der Arthur wird der Friseur, ja. Und der nimmt mir die Lehrerin weg zum Schluss. Oh, oh. Also Stress vorprogrammiert? Kein Bock auf Stress, aber es ist vorprogrammiert. Okay, also ganz viel. Käsespätzle ist kein Stress. Ganz viel vor für nächstes Jahr. Unter anderem neben Video und Platte auch noch eine Tour, die ihr spielen wollt. Ja. 6 Wochen nach Release, dann alle Festivals im Sommer. Also alle geilen Festivals, auf den schlechten spielen wir natürlich nicht. Und im Herbst auch mal eine Tour, wenn es kalt draußen wird und alle keinen Bock mehr haben, dann gehen wir auf Tour. Also nimm mal 2 Mikros. Der kleine Suarez-Bandurlaub, wir freuen uns alle richtig drauf und werden viel Spaß zusammen. Ich hasse dich, ich habe keinen Spaß mit dir. Danke. Spaß ist was für Hippies.
Spaß gibt's nächstes Jahr oder in diesem Jahr 2010 die Sewer Rats mit mindestens 100 Konzerten am Start plus neues Album und einem neuen Video. Viel Erfolg und vielen Dank, dass ihr da wart. Alles klar. Dankeschön. Bye bye. Danke fürs Einschalten. Thinking of her smell, I feel like home.